So, oh nein, wenn ich den Namen schon höre, Wickler-Wahnsinn. Könnte das auch ein ätzendes Level werden? Aha. Soll uns das irgendwas sagen, Herr Wickler? Oder Frau Wickler? Nein. Will ich auch nicht. Denn was soll mein Ex-Freund sagen, dass ich hetero... Ach so. Ach so, okay. Ja. Okay, wir bekommen hier so schon wieder Eicheln. Das ist nice. Oh, wir müssen... Ey, lass los. Wir müssen den Wickler nutzen, um an die Starcoin zu kommen. Ah. Ah. Wir machen das alles ohne Eichel, aber nur um sicher zu gehen. Was kommt hier raus? Ah, egal, wusste ich. Ich wusste, dass wir es nicht brauchen. Als ob da oben nichts ist. Ach, wir müssen von rechts herunter. Moment, nein. Hier ist die Gefahr zu groß, dass da irgendwie eine Ranke oder sowas drin ist. Wir müssen versuchen, von hier... Den zu... Ich wusste es. Irgendwie wusste ich's. Zweite Starcoin? Hm? Starcoin? Nein? Keine Starcoin? Einfach nur ein Boden? Nein. Das kann nicht sein. Hä? Hä? Oh, doch, Starcoin. Ja, nice. Ja, gut. So muss das sein. Einfach hier runter. Weh, ich sterb jetzt, Spiel. Das wäre ja auch ein richtig harter Troll gewesen. Und direkt das, den Checkpoint. Geilo. Ja. Hallo, müssen auch treffen. Hall. Alter, willst du mich verarschen? Junge, 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 Junge. Ah. Ja, keine Ahnung, so. Was soll man denn tun? Was? Ja gut, ist nicht schlimm. Ah, ist doch schlimm. Wir kommen hier nicht mehr weg. Ah. Okay. Bis jetzt war das erste Teil des Levels ganz angenehm. Alles gut. Angenehm. Dann bist du beim Checkpoint und dann... Geht es auf einmal wieder schwer. Weil wie sollst du denn auch schneller sein an der Stelle? Es geht nicht. Und vor allem jetzt hast du... Jetzt haben wir gar keine Chance mehr, irgendwas zu schaffen. Weil wir klein sind. Wir können die... Lol, was? Wir können die Blöcke nicht kaputt machen. Kannst vergessen. Hallo, schneller. Oh, man kann das... Man schafft es. Wie lahmarschig waren wir gerade, bitte? Was? Irgendwie dritte Starcoin oder so irgendwo, bitte? Hallo? Dritte Starcoin? Nein? Oh, ich habe vergessen zu springen. Wie kann denn sowas passieren? Wir brauchen bestimmt den Wiggler weiterhin. Genauso ist es. Ja. Augen offen halten nach der dritten Starcoin. Ganz wichtig. Wir wollen eine Eichel immer One-Up. Ich sag ja, irgendwie immer One-Up oder... One-Up oder Stern irgendwie. Das andere riecht man da selten raus. Da oben, ey. Oder? Da, Starcoin. Oh, Wiggler. Wiggler, Wiggler, Wiggler. Du musst hier hochkommen. Der Wiggler? Ja, 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 ja. Nice. Ach, habe ich mich gerade über das Level beschwert? Das Level ist einzigartig. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Was habe ich getan? Oh, es gibt mehr als nur einen Wiggler. Oh. Ich habe uns jetzt schon wieder tot gesehen, ne? Cheat. Ja, egal. Wir nehmen das Ziel so mit. Cool. Ah, Level war gut. Level war gut, gar kein Problem. Wo der Point klingen.
Ui. Nice. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ich wollte jetzt eigentlich nochmal irgendwas machen, ich weiß nicht mehr was. Ach, keine Ahnung. So. Ey, yo, das ist dann. Ja, ist das letzte eine Level, was wir noch nicht hatten in dieser Welt, aber wir hatten doch noch mehr Secret Exits nicht. Okay. Ja, die ganzen Schergen waren eigentlich immer. Oh. Oh! Uiuiui. Okay, ich verstehe die Mechanik dieses Levels, aber was nicht bedeutet, dass ich sie gut heiße. Aber ich verstehe, was die hier von mir wollen. Ach du Scheiße, das ist nicht gut. Nee, 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 nee. Gut ist das doch lange nicht. Oh, ist jetzt hier vielleicht irgendwo mal eine Starcoin? Und wir müssen dann schnell uns beeilen und dann auch noch. Sag mal schnell hier. Walljumps machen oder so? Das wäre ja auch fies. Aber ja, die hätten auch gerade schon wieder viele fiese Starcoins in den Leveln, ne? Auch nicht so easy. Einmal im falschen Timing, im falschen Rhythmus gekommen. Ripperino. Okay. Fiki, hol mir was zu trinken, bitte. Ich hab vergessen, mir noch was zu trinken zu nehmen gerade. Rafiki, ich geb euch auch jeden Abend trinken. Undankbare Drecksviecher. Ja, hast richtig gehört. Hammer, Rafiki. Oh! Ich muss wieder ruhiger werden, langsamer spielen, weniger sterben. Okay, das mit langsamer und ruhiger spielen kann ich tatsächlich, aber es bedeutet nicht, dass wir weniger sterben. Ich muss am. Marcel, ich probiere den Anzug. Welche Größe ist der Anzug, Marcel? Den ich anprobieren will. Dass ich aber auch schon wieder so fett werden musste, Mann, dass mein Anzug mir nicht mehr passt. Das ist so lächerlich. Und bitter. Was weiß ich? Der ist uralt, okay. Der eine Anzug, den ich an den Hochzeiten da mein alter Anzug, den anderen, der ist einfach Größe M, aber der passt mir halt nicht mehr. Fett geworden. Oh, Starcoin. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich. Okay, Moment. Oh, nein. Gibt's nicht sonst immer zwei Starcoins vorm Checkpoint? Ist übrigens der graue. Den blauen musste ich dank den Katzen wegschmeißen. Ja, keine Ahnung, Mann. Ja. Wo sind die? Ja, hä? Hä? Das ist aber. Wir haben ja keine Chance, nach unten zu kommen. Was? Ah, wir müssen hier rein, ich verstehe. Normalerweise haben Anzüge keine Größenangaben in L oder XL. Oh. Sondern? Auf jeden Fall ist er mir jetzt zu klein. Das ist doch einfach nur das, was ich damit sagen wollte. Der hat mir mal gepasst, aber jetzt ist er mir zu klein. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich, dass ich das wegen dir jetzt nochmal zugeben musste. Oh nein! Aber wir haben einen Checkpoint. Wir haben einen Checkpoint.
Wir sterben uns jetzt hier einfach durch und sind am Ende trotzdem stolz auf uns. Das klingt ja nach einer guten Idee. Die haben Hemdgrößen. Oh, muss ich mal reingucken, was das ist. Ja, aber es gibt ja, du kannst das ja also was heißt nicht umrechnen, aber es gibt ja eine Tabelle. So 36, 38 ist S, 40, 42 ist M, 42, 44 ist L. Also es gibt ja diese, ne, du kannst das ja trotzdem in Buchstaben, es gibt ja so Größentabellen, die das halt beschreiben. Nein. Okay, das ist jetzt schlecht. Wir brauchen den Cooper, ne? Ach, Cooper. Doch, das ist doch ein Knochentrocken ist das. Nein, wir haben ihn schon wieder getötet. Was? Geh da rein. Ja, aber wenn ich dir jetzt die Größe sage, kannst du damit eh nichts anfangen. Deswegen. Doch. Ich habe dir doch gerade... Aber das waren Frauengrößen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Small Elephant, ja, das könnte vielleicht hinkommen. Jo, ich schneide den eben größer. Hä? Für Small Elephant müsstest du den noch größer... Achso, ja klar, größer schneiden. Doch, logisch, ja klar. Macht Sinn. Macht Sinn, ist okay. So, Augen aufhalten, dritte Starcoin und so. Hä? Hallo? Da unten! Da ist die dritte Starcoin. Ah! Wir sind so gut, Chat. Wir sind so gut. Oh. Oh nein. Ja, genau. Wie? Halt die Klappe. Die sterben nicht, wenn man auf die drauf springt. Ja, dann ist es ja relativ einfach. Geil. So. Feuerblume würde ich lieber nehmen. Ja, her damit. Nice, dann machen wir nochmal den Schergenkampf. Hallo Rafiki, du kleiner Schatz. Na? Meine kleine Mausi, ne, der Rafiki? Ja, sicher. Um wen geht es denn hier? Ja, um wen geht es denn hier? Der Grüne, ich weiß nicht, wie der heißt. Der Pflanzenkopf, Larry. Ne, Larry war ein anderer. War das Larry? Nein, Larry war ein anderer, ne? Ah, doch, das war Larry, oder? Hä? Wie jetzt? Können wir das auch? Nein, wir können das natürlich nicht. Kommst du auch nochmal runter? Können wir den... Ja, ich will... Junge! So. Ich will es aber... Ich glaube, wenn der an der Decke ist, können wir den gar nicht töten, ne? Ja, komm schon. Komm schon, verwandel dich zurück. Hä? Ja. Ah, Penner. Du sollst da runterkommen, du Drecksack. Komm da jetzt runter und jetzt gehen wir dir. Das ist Nummer 2. Du bist ein Vollplay. Der hat angetäuscht. Der hat angetäuscht? Das ist unfair, das zählt nicht. Ja, reicht jetzt. Kommen wir. Okay. Oh, was? Yep. Habt ihr das gesehen? Das hat der vorher nicht gemacht. Wollte mich doch mal verarschen. Ist noch mal eng geworden, aber. Klepp, bleib, klepp. Geil. Ba, 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 ba. Was ist denn los? Was ist denn los? Batsch. Gib ihm. War ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Da. Nice. Geil, auch alle Sternmünzen im Limonadendschungel geholt. Sehr schön. Sehr schön, aber... Hä? Ich will trotzdem noch einmal... Jetzt... Da waren doch noch mehr Secret Exits, oder nicht? Oh nö, ich habe gar keinen Bock darauf. Nein, kein Versteckspiel. Ich werde mich für heute ausklinken. Ich
Schau gleich den Super Mario Film auf Blu-ray. Nice. Schönen Abend und stream euch allen bis spätestens Samstag. Dann viel Spaß beim Film. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich muss den auch noch gucken. Und dann, ja, bis spätestens Samstag. Danke, dass du da warst. Schönen Abend noch. So, das war giftige Gewässer. Geisterhaus ist auch ein Secret Exit. Hä? Hat hier jemand von euch ein Geisterhaus gesehen? Doch, Moment, hier unten. Ach ja? Was, ach ja? Ach ja? Okay, das Secret hatten wir. Erstmal willkommen zurück auf Twitch. Ja, wir hatten 3-4 Monate Pause, ne, wegen dem Umzug und alles, ne? Aber jetzt streamen wir wieder öfters. Okay, Geisterhaus hatten wir. Gemalt von Geisterhand hat auch ein Secret Exit. Tiefseeträumerei auch. Hier. Die beiden haben Secret Exits? Die haben Secret Exits? Okay. Habt ihr eben geantwortet. Aber schönen Abend dir. Jo, jo, schönen Abend, schönen Abend. Schön, dass du da warst. Hoffentlich sehen wir uns jetzt wieder öfters hier im Stream. Wie gesagt, ich versuche jetzt wieder montags, dienstags, mittwochs und donnerstags zu streamen, wenn nichts anderes mal dazwischen kommt oder so. Ah, das ist jetzt das Problem, ne? Ich weiß nicht, welche Secret Exits wir jetzt schon hatten und welche nicht. Wir können ja einfach mal durchrennen und mal schauen, ob wir auf die Schnelle was finden. Secret Exits sind ja auch immer relativ schnell und einfach zu finden, sodass man mal einmal durchrushen kann und mal eben schnell schauen kann, ob man einen Secret Exit findet oder nicht. Klar. Aber ja, lange dauern die ganzen Level ja meistens sowieso nicht, ne? Das stimmt schon. Bist du wieder weg? Ja. Der Thomas guckt Mario, Super Mario, der Film. Müssen wir auch noch gucken. Nein, gehst du ganz weg? Bitte nicht. Okay. Oh mein Gott. Ha! Perfektes Timing. Aber es funktioniert nicht nochmal. Mit Sicherheit nicht. Hallo? Oh mein Gott! Oh. Ja, war klar. Okay, schönen Abend, noch einen schönen Urlaub. Bis Samstag. Müssen wir. Ja. Müssen wir. Ja, aber hier kann da jetzt nichts sein. Man kann da ja nicht hin, ohne dass man die Lava berührt. Und wenn man die Lava berührt, stirbt man halt. Also, nope. Kannst du knicken. Ja, hier ist was, aber das wäre zu offensichtlich. Ja. Wenn das Secret Exit ist, dann als ob wir das nicht gefunden haben. Okay, sieht aber merkwürdig aus. Sieht nicht nach einem Secret Exit aus. Sieht nach Starcoin aus. Lol. Sieht vielleicht doch nach Secret Exit aus. Okay. Den hatten wir schon mal safe. Das wäre traurig, wenn wir den nicht gefunden hätten. Bin mal gespannt. Ja, passiert nichts. Jetzt muss ich aber auch... Wissen wir? Ja, ich glaube schon. Einmal ausprobieren. Einmal testen, ob... Ja, aber dann haben wir hier... Oh, warum? Können wir das nicht sehen? Kann man das nicht sehen? Wir haben alles. Wir haben alles im Lager. Nein, wir haben alles. Wir haben auch das Secret Exit haben wir auch gefunden. Sonst würde uns ja ein Level fehlen. Oh. Wir haben jetzt schon alle Secret Exits gefunden. Wir haben alle Secret Exits gefunden. Okay, nice. Das heißt, wir gehen dann jetzt an die Starcoins ran. Ne, weil ist ja so. Hätten wir irgendwo kein Secret Exit,
würde uns ein ganzes Level fehlen. So wie das in den davor ja auch war. In den in den Welten. Okay, cool. Eichenhain haben wir alles. Dann müssen wir zurück in die Welt 2, Sandkuchenwüste. 2-2. Ah, ich erinnere mich an Sandkuchenwüste. Da waren wir schon. Ach, da waren wir schon, weiß ich nicht. Ich glaube, da waren wir letztes Mal schon eine halbe Stunde oder so drin, ne? Und wir haben diese scheiß dritte Starcoin nicht gefunden. Wir machen das jetzt so. Ich probiere das jetzt heute noch mal ein bisschen. So, jedes Level zumindest einmal oder zweimal versuchen, die Starcoin zu. Scheiße. Die Starcoin zu finden. Ey, was ist denn jetzt los hier? Ey! Das hat doch sonst immer so gut funktioniert! Ja, nein. Okay, hier läuft gerade gar nicht. Fuck. Und ja, sollten wir das nicht schaffen. Oh, geil, beide. Werde ich dann für den nächsten Stream, ja, mir anschauen, wo die halt sind. Und dann werden wir beim nächsten Stream halt dann die Starcoins einfach so ablaufen. Obwohl ich dann halt weiß, wo sie sind. Ja, es macht halt keinen Sinn, jetzt 3 Stunden oder weiß nicht, wie lange insgesamt noch für die letzten Starcoins zu verschwenden, um die einfach nur um die zu suchen, so, ne? Wir versuchen sie zwar noch ein, zweimal, aber ansonsten würde ich sagen, dass ich dann fürs nächste Mal mir Videos anschaue, mir aufschreibe, welche Level uns da fehlen. Ja, und ich werde die dann einfach das nächste Mal nachholen und dann auch diese Sternwelt beginnen. Hier haben wir alle. Das ist 3. Hier fehlt uns noch. Party der Pucki-Höhle. Ich erinnere mich auch an das Level. Ja, das hier halt auch. Das interessiert mich halt auch. Das ist das, was uns schon so gewundert hat. Ne? Wir dachten, der Pfeil muss ja auch irgendwas bedeuten, ne? Aber ich glaube, der bedeutet nichts. Ah, eins noch. Wenn wir uns besser kennen, sollen wir uns den zusammen gucken. Den Super Mario-Film. Klar können wir das dann mal machen, sicher. Klar. Boah, das ist bestimmt so ein richtig fieses Versteck hier irgendwo. Stopp, 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 stopp. Aber ich wüsste nicht genau wo. Bada, bada, bada. Oh. Hier nach oben kann es auch nirgendwo gehen, ne? Boah, bin ich ein Vollidiot, Mann. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ja, gar nichts habe ich. Oh, gar nichts habe ich im Video dabei gedacht. Bis morgen im Stream oder doch eher später. Später? Wie kommst du gleich nochmal? Nee, ach so, du meinst, wie lange mache ich heute? Ich mache heute so bis. Weiß ich nicht, wie lange. Was meine ich wohl, wie lange ich dafür brauche? Es kommt immer drauf an, wie lange ich für die Sache brauche. Warte, warte, warte. Jetzt. Als ob. Ich glaube, ich mache heute so bis 9 oder 9:30 oder so. So halbe Stunde bis Stunde mache ich heute nur noch. Also Mittwoch nicht. Was ist heute? Heute ist Montag, ne? Dann morgen. Morgen wahrscheinlich. Ja, wo geht's denn jetzt hin? Wahrscheinlich morgen. Ja. Wenn nichts dazwischen kommt, dann streame ich morgen wieder. Nee. Warte, da oben ist was. Ja, aber als ob ich das noch nicht gefunden hatte. Das wäre auch ein bisschen traurig. Das wäre auch ein bisschen traurig, wenn wir hier noch nicht gewesen wären. Aber vielleicht gibt es hier auch wieder ein Secret im Secret. Okay, leider nicht. Yo. Fick dich, alter scheiß Fledermaus. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott. Ist eh nicht so schlimm. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir diese Röhre hätten nicht nehmen sollen. Das war jetzt direkt die erste Röhre, ne? Ich habe sowieso irgendwie das Gefühl, dass wir da falsch waren.
Ach so, wir hatten ja den Checkpoint hier. Ja, das ist nice. Oh, Yoshi. Oh, okay. Okay. Stimmt, hier gab es ja Yoshi. Aber was bringt uns Yoshi? Ach so, Moment. Es ist nur diese eine Röhre, durch die wir können. Ah, ich erinnere mich jetzt auch, dass wir auch mit Yoshi schon... Ja, wir sind halt auch mit Yoshi schon hier rumgelaufen, haben alles abgesucht irgendwie, ne? Moment, da oben ist ein Starcoin. Ja, da oben ist ein Starcoin. Okay, das ist gut. Nein, Yoshi. 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 Es ist mit Sicherheit irgendwo hier im im Treibsand was versteckt, oder? Nein, ich will doch nur mal da unten testen. Man kommt hier nicht durch. Ach man. Ich will doch nur wissen, wo dieses Secret Exit ist. Ist das so viel verlangt? Wahrlich zu viel verlangt. Müssen wir mit Yoshi nochmal ganz zurück oder so? Also ich weiß nicht. Leute, was gibt es denn? Was kann man denn hier übersehen? Oh, scheiße. Nein, Yoshi. Hier gibt es doch gar nichts zu übersehen. Moin, Serena. Hi. Was geht? Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Moin, moin. Boah, wir können auf dem Laufen. Wir können auf dem Laufen. Ja, jetzt geht uns die Zeit aber auch schon wieder aus. Wie soll man sich denn hier umsehen und nach Secrets suchen? Wenn das immer alles... Mann. Hier irgendwo rein? Ich glaube nicht, dass wir das hier finden. Hier vielleicht? Nee, da ist... Naja, nee, das kann auch nicht sein, ne? Oder? Nee, Starcoin. Aber vielleicht trotzdem hier nochmal höher? Jo, ich habe absolut keine Ahnung. Den zweiten Stream verpasst du auf keinen Fall, das ist schön. Ja, also am Donnerstag hast du schon blau gemacht, ne? Den ersten Stream aus der neuen Wohnung hier. Und was macht die Serena? Die Serena macht blau. Wahnsinn. Ja, hier waren wir vorhin auch schon. Hier waren wir vorhin auch schon. Ah, wir fressen erstmal alle Gegner hier weg. Wir haben nur 5 Sekunden. Halt dein Maul. Ich will mich doch nur umsehen und das alleine suchen. Das Spiel zwingt mich schon wieder, mir irgendwie externe Hilfe zu holen. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Das Spiel? Aber jetzt haben wir... Was passiert da? Oh mein Gott. Moment, meine Katzen. Was macht ihr da? Penner ist das. Das Spiel zwingt mich, externe Hilfe zu holen, weil man nur 300 Sekunden Zeit hat. Man kann sich nicht umsehen und nichts suchen. Es geht nicht. Man hat nicht genug Zeit. Nur jetzt können wir natürlich die ganzen Scheiß von der ersten Hälfte einfach weglassen und uns nur noch um die zweite Hälfte hier kümmern. Muss mich auch um meine kleine Familie kümmern. Pss, Ausreden über Ausreden. Nein, alles gut. Verstehe ich schon, alles okay. Alles okay. Ich will jetzt aber erstmal hier alle Fledermäuse snacken, weil es ist halt einfach nur, eigentlich einfach nur logisch, dass sich das Secret Exit nur mit Yoshi
erreichen lässt, weil, ne, wofür würde es sonst Yoshi geben? Würde doch eigentlich einfach nur Sinn machen. Deswegen sollten wir dafür sorgen oder uns darauf konzentrieren, möglichst Yoshi nicht zu verlieren. Und dann nochmal uns genau umsehen hier. So, das war jetzt alles, ne? Genau. So, die Röhre sollten wir nicht nehmen. Schätze ich mal. Also, ich glaube, dass es hier irgendwo versteckt ist, oder nicht? Oh, als... Oh, oh. No way. Hä? Hä? Okay, no, Moment. Das ist... Moment. Was ist das? Wie jetzt? Als ob das hier ist. Als ob. Hä? Also wenn das jetzt hier ist, dann bin ich schon ein bisschen enttäuscht von mir. What? Aber Moment, wir brauchen jetzt hier für Yoshi, oder? Oh. Oh, Moment. Meine Kleine nervt mich eh den ganzen Tag. Ich glaube, die will mal Opernsängerin werden, so wie sie schreit. Da oben, wir brauchen Yoshi, ich raste aus. Nein, aber jetzt wissen wir, wo die Star... Wie konnte ich die denn... Wie konnte ich die denn nicht finden? Die Star... Oh mein Gott, das ist peinlich. Wie konnten wir uns denn letztens immer... Hallo, geh jetzt da hoch! Wie konnten wir uns denn... die letzte Mal eine halbe Stunde in dem Level rumrennen oder die eine Röhre dazu finden. Hä? Aber ja, wir hatten recht. Weil wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall Yoshi dafür. Aber yo, das ist ein bisschen traurig. So schwer ist es eigentlich nicht. Ah, was tue ich? Ich habe nach rechts gedrückt und nicht nach unten. Spiel! Nein. Ja, geh da rein. Und lauf bitte nach rechts. Und geh nicht runter. So, jetzt snacken wir uns Yoshi. Mein Spielstil hat sich scheinbar auch nicht geändert. Nein, auf keinen Fall. Wieso soll sich auch mein Spielstil ändern? Warum? Hallo? Wir müssen nur Yoshi auf jeden Fall behalten, Mann. Ansonsten haben wir wieder ein Problem. Hä? Die Röhre ist weg. Ne, da ist sie. Okay, alles gut. So, mit Yoshi können wir nämlich auf diesen... Hier... Ah, nein! Oh nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh! Vorsicht, ich dachte, wir können stehen auf den, aber der springt dann nochmal. Oder? Hä? Moment. Ich dachte, wir können... Bleib hier. Okay. Okay, nein, wir machen das anders. Nee, wir machen das nicht anders. Hä, was ist das? Wir können... Moment. Wie funktioniert das? Wir können doch... Ja, so, okay. Wir haben gerade wohl nicht von Anfang an komplett von oben getroffen oder so, sondern irgendwie leicht von der Seite, dass wir deswegen verletzt wurden. Was macht Filu? Fressen, scheißen, schlafen. Nerven. Und manchmal ein bisschen süß sein. Dem geht's gut. Dem Rafiki geht's genauso gut. Den geht's beiden gut. Bada bada bada. Nice! Erstes Level. Die Starcoins ohne Hilfe gefunden, aber es macht mich irgendwie ein bisschen traurig, dass wir die Starcoin nicht schon viel eher ohne Hilfe gefunden haben, weil so schwer war sie jetzt nicht. Tatsächlich.
Egal. Oh, Eis. Da fehlen uns noch zwei? Was ist denn das für ein Level? Gehen die immer in die Richtung, in die hinschauen? Naja. Hey, hallo? Oh, weg hier. Und bist du in der neuen Wohnung schon angekommen oder vermisst du noch die alte? Nein, auf keinen Fall. Die Wohnung, die ich jetzt hier habe, die ist sehr, 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 sehr viel schöner als meine alte Wohnung. Die Wohnung ist sehr, sehr viel besser. Ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein, jetzt in der Wohnung. Die alte Wohnung vermisse ich überhaupt gar nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will keine Bowsers einsammeln. Ja. Nein! Konnte ich die verfehlen? Yay. Yay. Ja, nein. Ja, nein. Ah, okay. Ich glaube, das sind aber 6, 7 Level oder? Level, sag ich schon. Leben? 2, 4, 6. Ja, 6. Nice. Protect kling kling, protect kling kling, protect kling kling.